einen Fassadenbrandversuch durchgeführt, einer Holzfassade in Verbindung mit einer Außenwand mit brennbaren Dämmstoffen, also nachwachsenden Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen. Und das ist im Prinzip das Besondere, weil diese nachwachsenden Rohstoffe brennen eben und schwelen und sind deswegen für größere Gebäude in Deutschland bisher nicht zugelassen. Ja, und es ging hier in diesem Versuch darum, zum einen das Brandverhalten zu untersuchen, zum anderen, und deswegen der große Auflauf der Feuerwehr hier, eben das Löschen dieser Fassadenkonstruktion in Verbindung mit den brennbaren Dämmstoffen. Also sollten die Brandbekämpfungsmethoden und Taktiken der Feuerwehr in erster Linie untersucht werden an Gebäuden aus Holzkonstruktionen, ja, also aus nachwachsenden Rohstoffen, aus Holzbauteilen, weil das eben Baustoffe sind, die brennen, also brennbare Baustoffe. Und dort, gerade im mehrgeschossigen Wohnungsbau, sollte untersucht werden, wie die Feuerwehr im Einsatzfall vorgeht und eine brennende Fassade aus Holzbauteilen löscht. Es wurden einmal nach der sogenannten Holzbaurichtlinie diese horizontalen Brandsperren, also Bleche, eingesetzt in jedem Geschoss, damit sich das Feuer nicht über die Geschosse ausbreiten kann. Und zusätzlich versuchstechnisch wurden auch noch vertikale Bleche eingesetzt, um die verschiedenen Konstruktionen in der Fassade, drei verschiedene hatten wir hier, nochmal untereinander zu unterteilen. Es wurden Thermoelemente in erster Linie verbaut, das heißt in den Bauteilen selber wurden die Temperaturen gemessen, aber auch in dem Brandraum, wo das Brandgeschehen war, wurden auch nochmal die Temperaturen gemessen, um die Branddynamik selber darstellen zu können. Und an den Fensteröffnungen wurden noch Strömungsmesser installiert, sodass die Zu- und Abluftgeschwindigkeiten der Luft im Brandgeschehen auch noch gemessen werden konnten. Das Zentrum für Brandforschung ist ein Zentrum, bei dem eben in verschiedenen Skalen die Branddynamik untersucht werden kann. Das, was wir hier sehen, die große Versuchshalle, ist natürlich das Spektakuläre, das Besondere am Zentrum, weil wir hier eben realskalige Brände untersuchen können, beispielsweise an Fassaden bis zu 12 Meter Höhe. Wir haben aber auch ein großes Freikalorimeter, wo wir eben beliebige Brandlastkonfigurationen, beispielsweise Fahrzeuge oder Lagerungen von Hochvoltspeichern, haben wir zum Beispiel ein Forschungsvorhaben, was wir im nächsten Jahr hier untersuchen werden. Das Zentrum für Brandforschung besteht aber eben nicht nur aus dieser großen Halle, sondern wir können auch klein- und mittelskalige Versuche machen. Wir haben also einen Labortrakt, wo wir verschiedenste Laborgeräte haben, mit denen wir thermophysikalisch-chemische Parameter, Messgrößen messen können, die wiederum als Eingangsdaten für unsere Simulationsmodelle dienen.